So, heute fahre ich die Strecke ab, die ich im Mai mit der Motorradgruppe der Fahrschule Bahnfuß machen werde. Und zwar führt das zur Maschinenwerkstatt nach Schinkel. Das ist also Nordfriesland hoch, dann Richtung Rendsburg-Eckernförde. Bis dann. So, nun bin ich auf Strecke. Der erste Teilstück geht jetzt in Richtung Königshügel. Endziel ist ja die Werkstatt bzw. das Museum von Herrn Kruse in Schlichting. Es geht weiter Richtung Offschlag. Von dort aus dann über Bünsdorf, Sehestedt. So, nach 60 Kilometern erste Rast am Wistensee. Ratzelda, soweit das Auge reicht. Und ein wunderschöner Duft hier in der Luft. Ein Duft ist das hier. Wahnsinn. Kurz vor Schinkel. Hier bin ich mal wieder bei der Fähre Landwehr. Ich habe die Maschinenwerkstatt Schinkel gerade verlassen und mit dem Monteurinhaber gesprochen. Und wir sind herzlich willkommen. Ratzfelder begleiten mich auch auf der Heimfahrt. Ich fahre jetzt die Strecke Achterwehr Emkendorf. Und das ist die berüchtigte Holperstrecke Emkendorf. Das ist die kleine Lehmstrecke von Gut Emkendorf nach Rendsburg. Eine wunderschöne Strecke. So,
von Mr. Röhnfeld aus am Kanal längs bis zur Fähre Breimholz. Der Abschluss der Fahrt, Fähre Breimholz. Ende der Tour.